lieber Bernd, ich möchte unser Interview nicht mit einer Frage beginnen, sondern mit einer kleinen Aufgabe. Oh Gott. Versuch doch mal, die Geschichte des Vincent Berg zusammenzufassen. Ein, sagen wir mal, sehr strenger, sehr sehnender Geschäftsmann, sehnend nach Zuneigung zu seiner Tochter. Ein Mensch, der sie dadurch auch unglaublich bestimmt, der ein, ich würde sagen, der einzige ernstzunehmende Gegner von Ansgar von Lahnstein ist, da er auch mit Mitteln arbeitet, wo Ansgar auch mal die Luft wegbleibt. Der dann in wunderschöne Herzensöffnungen zu Elisabeth kommt. Ja, bis hin dann zur, sagen wir mal, sehr traurigen Verabschiedung der beiden Menschen, die er am meisten liebt, nämlich seine Tochter und Elisabeth. Und er somit dann auch wieder aus der Serie verschwindet, ohne Liebe. Ich nehme dich mit! Du bist ein Schauspieler mit viel Erfahrung, hast schon viele unterschiedliche Rollen gespielt. Wie war das jetzt mit Vincent Berg? Großartig. Großartig. Ich habe diese Rolle, als ich das allererste Drehbuch schon bekam, habe ich diese Rolle unglaublich geliebt, weil sie sehr eloquent angelegt war. Also ein gebildeter Mensch, der eine sehr höfliche Wortwahl hat und dahinter eine immense Kraft und Gewalt. Und das fand ich unglaublich spannend. Ich habe es sehr geliebt. Vincent von Berg, oder Vincent Berg ist mein von. Ich sag schon von, ne? Das ist, steckt was dahinter, ja? Also Vincent Berg ist für mich eine ganz, ganz großartige Rolle, die ich sehr geliebt habe. Das ist schön zu hören. Aber wahrscheinlich wird es dir schwerfallen, die nächste Frage zu beantworten. Denn ich würde gerne wissen, ob du spontan irgendeine Lieblingsszene hattest. Oder eine ganz besonders starke Szene. Oder vielleicht eine, wo du dir selbst besonders gut gefallen hast. Bis ich mir selbst gut gefalle, muss sehr viel passieren, weil ich schaue es mir ehrlich gesagt wie die jüngeren Kollegen nicht so oft an, was ich tue, sondern überlasse da das Urteil dem Zuschauer. Es gab also die Szenen, die ich mit Alexa hatte, die ich mit Elisabeth hatte und die ich mit Ansgar hatte, waren für mich sehr, sehr starke Szenen, die ich sehr, sehr geliebt habe. Ja. Weil da war immer eine Forderung, eine Herausforderung. Und es ist immer wunderbar, mit guten Kollegen zusammen zu spielen und sehr gute Regisseure zu haben. Gab es denn vielleicht eine, die größte Herausforderung war, entweder so aus produktionstechnischer Sicht oder vielleicht für dich selbst? Da müsste ich jetzt was erfinden. Denn wann immer ich etwas vorfinde, versuche ich damit so umzugehen, dass es für mich klappt und damit auch für andere. Und ob jetzt mal stundenlang ein Flieger kreist oder irgendwas mit der Kamera nicht funktioniert, also so technische Sachen, die manchmal sowas verzögern. Aber das gehört dazu. Nein, ich könnte jetzt nicht sagen, das war jetzt eine richtig große Herausforderung, sondern es sind alltägliche Herausforderungen gewesen. Und manchmal natürlich auch im Spiel, weil man gerade Massenszenen, also wo viele immer beisammen sind, da ist es immer sehr anstrengend, das gut hinzubekommen und da auch den Faden zu halten.